Jetzt haben wir sozusagen kennengelernt, einen Graph systematisch zu durchlaufen. Und jetzt möchten wir gerne Zusammenhangskomponenten ermitteln. Wenn das ein Graph ist, dann besteht er aus genau zwei Zusammenhangskomponenten. Zusammenhang sagt halt irgendwie was aus, ob ich einen Knoten von einem anderen Knoten erreichen kann. Um das zu ermitteln, können wir natürlich genau das einsetzen, was wir jetzt gerade gemacht haben. Also wenn wir beispielsweise einen ungerichteten Graphen haben, dann könnten wir jetzt genau unsere Tiefensuche verwenden. In diesem ersten Teil, DFS, da werden ja alle Knoten initial markiert. Dann haben wir diese Schleife, die für alle Knoten prüft. If state von U gleich undiscovered, dann rufen wir DFS Visit auf. Wenn wir uns einmal in DFS Visit befinden, dann rufen wir ja rekursiv diese Routine selbst wieder auf. Dann haben wir alle Knoten einer Zusammenhangskomponenten markiert. Wenn wir quasi an dieser Stelle hier einsteigen würden, dann würden wir in einem Durchlauf mit verschiedenen rekursiven Aufrufen natürlich alle Knoten entdecken. Ja. Und wenn wir dann zurückkommen, dann wäre diese Situation, also wenn jetzt blau beispielsweise diesen Zustand completely explored angibt, rot wäre undiscovered, dann hätten wir genau diesen Zustand hier. Die Knoten dieser Zusammenhangskomponente, die hätten wir alle entdeckt, aber die noch nicht. Dann kommen wir hierhin zurück in diese Schleife und würden dann alle Knoten, die wir bis dahin noch nicht erkannt haben, für die würden wir nochmal einen Aufruf starten, DFS Visit. Und dann würde Folgendes passieren. Beispielsweise wäre das jetzt hier der erste. Ja, und in dem Aufruf mit entsprechender Verschachtelung würden wir den erkennen und den auch entsprechend erkennen. Und dann hätten wir eine zweite Zusammenhangskomponente erkannt. Also hier nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Zusammenhang bedeutet, zwei Knoten V, W von G heißen verbindbar, wenn es einen Kantenzug von W nach G gibt. Und sind je zwei Knoten von G verbindbar, so heißt G zusammenhängend. Hier ist das beispielsweise der Fall. Wir können uns jedes Knotenpaar hernehmen, über die finden wir einen Kantenzug, um von einem Knoten zum anderen zu kommen. Wir finden aber keinen Kantenzug, um beispielsweise von diesem Knoten zu diesem Knoten zu kommen. Das heißt, die beiden sind nicht verbindbar, das heißt, sie liegen in unterschiedlichen Zusammenhangskomponenten. Also, Zusammenhang in ungerichteten Graphen. Anwendung eines modifizierten Tiefensuchendurchlaufs. Jeden Knoten bekommt irgendwie so einen Eintrag Component Number und die wird sozusagen an dieser Stelle hier fortgeschrieben. Also sobald wir in diese Schleife 5 bis 7 zurückkommen, ja, da wird die sozusagen immer mal 1 hochgesetzt. Wenn wir einmal hier aus diesem DFS-Visit rauskommen, dann wird dieses Component Number auch als globale Variable hier wie dieses Time fortgeschrieben, der wird hochgesetzt und sobald wir einen Knoten hier auf Discovered setzen, da wird sozusagen dieses Component Number entsprechend gesetzt. Dieses Component als globale Variable wird halt bei diesem Rücksprung aus DFS-Visit halt entsprechend inkrementiert. Sobald ich einen Knoten halt neu entdecke, setze ich halt entsprechend diesen Eintrag. Also das für den Fall eines ungerichteten Graph. Ein gerichteter Graph heißt stark zusammenhängend, wenn es für je zwei Knoten A, B von G immer einen gerichteten Kantenzug von A nach B gibt. Was sind die starken Zusammenhangskomponenten in diesem Graphen? Genau. Also ich kann mir jetzt zwei beliebige Knoten hernehmen, von 2 und 3 beispielsweise. Ich finde immer einen Weg von 2 nach 3. Also beispielsweise in diesem Fall wäre das zack, zack. Oder von 3 nach 2 genauso, weil das einfach hier ein Kreis ist. Da komme ich von jedem zu jedem Knoten. Und genauso hier unten. Ich bekomme aber nicht hin, dass ich beispielsweise vom Knoten 1 zum Knoten 5 gelange. Lässt meine Kantenorientierung nicht zu. Und genauso auf der anderen Seite, das ist die eine Zusammenhangskomponente. Und wie sieht das mit 12 und 13 aus? Besteht nur aus diesem einen Knoten. Und wie sieht das mit dem einfachen Zusammenhang aus? Da gilt ja, dass ich sozusagen den Zusammenhang im zugrunde liegenden ungerichteten Graphen angucke. Das ist einmal das. Und einmal das. Ich kann je zwei Knoten hernehmen. Wenn ich jetzt mal hier die Kantenorientierung außen vor lasse, ja hier beispielsweise von Knoten 9 zu Knoten 13, kann ich dann ganz einfach gelangen. Ich komme aber nicht von Knoten 9 zu Knoten 4 beispielsweise. Wie funktioniert das? Starker Zusammenhang. Machen wir so einen ganz einfachen Algorithmus. Wir führen einfach für jeden Knoten so einen BFS-Durchlauf aus. Gucken dann, welcher Knoten wir denn in jedem Durchlauf irgendwie besucht haben. Das müssen wir uns irgendwie merken. Das wäre irgendwie so ein ganz einfacher Ansatz. Das geht wohl. Das geht aber auch besser. Ist nicht ganz richtig. Eigentlich müsste es heißen O von plus E. Jetzt schlage ich mal was anderes vor. Diesen Algorithmus. Und zwar rufen wir auf die Tiefensuche, so wie wir sie eben gehabt haben, zur Berechnung der Zeit FU für jeden Knoten U. Dann bestimmen wir den sogenannten transponierten Graphen. Das ist der Graph, den ich erhalte, wenn ich jede Kante umkehre. Dann rufe ich die Tiefensuche auf, genau mit diesem transponierten Graphen. Also jetzt laufe ich sozusagen genau in die andere Richtung. Wobei die Knoten absteigend bezüglich dem FU sortiert sind. Und die Knoten eines jeden DFS-Baumes in dem, was hier rauskommt, das sind die starken Zusammenhangskomponenten. Und das mache ich sozusagen genau hier mit dieser Stelle, dass ich sage, ich gehe da einmal auf den Originalgraphen, sprich die eine Orientierung und dann den umgekehrten Graphen. Aber zunächst mal überlegen wir uns, wie aufwendig das Ganze ist. Also in Schritt 1 brauchen wir wie lange? Genau. V
plus E. In Schritt 2, wenn wir das Ganze jetzt mit Hilfe von Adjazenzlisten speichern, dann müssen wir durch alle Listen quasi einmal durch und irgendwie neu aufbauen. Wir müssen alles einmal anfassen. Wir müssen die Knoten anfassen und die Kanten. Das heißt, ja, was müssen wir denn tun? Wir müssen in unsere Adjazenzlisten rein und dann gucken, wenn wir jetzt hier irgendwie so ein Biest haben, da hängt jetzt irgendwie so eine Liste dahinter. Ja, die müssen wir quasi umkehren und das tun wir, indem wir quasi, wenn hier beispielsweise die 2 drin steht, hier die 3, hier die 27, ja, wenn das hier unten noch weitergeht, dann müssten wir, wenn wir die Kante umkehren wollten, in einem gerichteten Graphen heißt das, hier geht eine Kante von 1 nach 2 und wir müssten jetzt für den Eintrag den dranhängen. Also das heißt, wir müssen an jeden einmal dran. Und der dritte Schritt, die Anzahl der Knoten und die Anzahl der Kanten ist in diesem transponierten Graphen nicht anders als in dem Originalgraphen. Das heißt, auch da haben wir für einen DFS-Durchlauf. Ja, und dann gehen wir irgendwie aus. Da verbrauchen wir auch nicht mehr. Das heißt, insgesamt haben wir diesen Aufwand. Wir machen das an diesem Graphen. Das ist der Graph G. Das ist dieser transponierte Graph GT. Also ist jede Kante ist hier einmal umgekehrt. Und wenn wir da jetzt so einen DFS-Durchlauf machen, ich fange bei A an, das ist der erste, dann gehe ich hier quasi über diese Kante, der kriegt also eine 1, der kriegt dann die 2, dann kommt das C, der kriegt die 3, die Kante wird bearbeitet werden, A gab es aber schon, wird noch vergessen, also gehen wir hier hin, das heißt D wird die 4, dann gehen wir nach G, genau, G ist 5, dann gehen wir nach H, 6 und dann können wir nicht mehr, das heißt der wird abgeschlossen. Dann kommen wir hier hin, der wird sich dann irgendwie den noch angucken, obwohl den hat er vorher schon. Der ist dann auch abgeschlossen, da müsste dann eine 8 hinkommen. Dann müsste, gehen wir wieder zurück, D, dann würden die nach und nach abgeschlossen werden. 9, 10, 11, 12. Und dann würden wir in diesen oberen Teil von dem DFS reinlaufen. Ja, hier, das war dieser DFS-Aufruf von dem Graphen. Hier sind wir mit dem Knoten A eingestiegen, haben einmal DFS-Visit von A aufgerufen und das ist sozusagen das Ergebnis, wenn wir an dieser Stelle zurückkommen. Und jetzt würden wir uns den zweiten Knoten nehmen, der noch nicht besucht war. Das müsste jetzt einer von den beiden Verbliebenen sein. Ja, und da würde ich jetzt 12, als nächstes die 13. Ich würde jetzt irgendwie das E nehmen. Dann gehen wir hier zur 14. F, der war schon, gehen wir zurück, der war auch schon, der wird abgearbeitet, 15 und 16. Also den ersten Teil haben wir gemacht. Jetzt bestimmen wir den umgekehrten Graphen, der ist auf der Folie schon freundlicherweise vorgezeichnet. Jetzt rufen wir den DFS-Aufruf mit diesem transponierten Graphen. Genau, wir fangen jetzt sozusagen am Ende an. Da, wo wir eben zuletzt aufgehört haben, das soll das heißen, hier mit den, wobei die Knoten absteigen bezüglich FU sortiert sind, derjenige mit dem größten F-Wert, das ist jetzt sozusagen unser Startknoten. Das heißt, das E wird bei uns jetzt die 1 bekommen, also irgendwie hier laufen wir jetzt und dann würden wir hier hinlaufen. Das müsste die 2 sein. Da kommen wir nicht weg, kommen wir hier hin. F wird abgearbeitet. Das kriegt die 3, das kriegt die 4. Das war der Weg, den wir verfolgt hatten. Von A nach B, von B nach C. Zwei Teile haben wir quasi identifiziert. Genau das gleiche machen wir hier jetzt auch. Wir haben hier einmal den Teil von E nach F. Das haben wir identifiziert. Hier haben wir ja sozusagen eine Zusammenhangskomponente in dem Ding schon mal entdeckt. Also irgendwie EF haben wir entdeckt. Bei der nächsthöchsten, das wäre 16, 15, die 12 müsste das sein. Bei A müssten wir loslegen. Ne? Das heißt, A würde entdeckt werden. Wir gehen nach C, das müsste dann 6 sein. Wir gehen nach B, das müsste 7 sein. Dann gehen wir wieder nach A, das heißt, B ist vollständig abgearbeitet, das kriegt die 8. Wir kommen nach C zurück, das ist die 9. Und wir kommen nach A zurück, das ist die 10. Das heißt, wir hätten irgendwie hier entdeckt, B soll das sein. Als nächstes 12, 11, 10, die 9. Das heißt, wir müssten mit dem D loslegen. Da kommen wir hier hin. Den hatten wir aber schon. C ist auch schon entdeckt. Das heißt, wir gehen hier nach G. Also wir haben hier die 11. G ist die 12. H gibt es nicht. Wir kommen hier zurück. 13, 14. Und als letztes noch den hier mit der 15 und der 16. Wir sind gelaufen von hier nach hier. Das heißt, von D nach G und H. Die Knoten eines jeden DFS-Baumes im Wald DFS-GT sind die starken Zusammenhangskomponenten. Das heißt, das hier, das sind genau die Zusammenhangskomponenten. Starker Zusammenhang. Aussage ist, wir kommen von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten innerhalb dieser Zusammenhangskomponenten. Wir kommen von E nach F und von F nach E in dem Graphen. Passt. Aussage, von A, B und C kommen wir von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten. Wir kommen von A nach B nach C, wir kommen von C nach A nach B. Hier haben wir einen Kreis, das heißt, da kommen wir auch von jedem zu jedem. Passt auch. DG bilden eine Zusammenhangskomponente, passt auch, und H passt auch. Und es gibt auch keine anderen. Wir kommen wohl von E nach G, aber nicht umgekehrt. Idee oder Ansatz? Wir müssen die Knotenmengen finden, sodass je zwei Punkte miteinander verbindbar sind. So, wenn wir das mit diesem DFS machen,
DFS von dem Originalgraphen. Und dann erzeugen wir ja letztendlich so einen Suchbaum. Suchbaum war das, sozusagen das Blaue, was ich hier eingezeichnet habe. Das ist sozusagen der Suchbaum, der entsteht, wenn ich beispielsweise bei dem E loslaufe. Der ist kreisfrei, ist letztendlich einfach nur ein Weg von dem ersten Knoten zum letzten Knoten. Ja, hier beispielsweise von A nach B. Ja, dann geht es nicht weiter, dann würde ich wieder zu A zurückkommen. Alle Knoten können von den darüberliegenden Knoten im Suchbaum erreicht werden. Und wenn wir jetzt die Kanten umkehren, dann gehen wir sozusagen genau in die andere Richtung. Also DFS liefert alle erreichbaren Knoten. Ja, wenn ich hier bei A anfange, kriege ich alle Knoten, die ich von A aus erreichen kann. Ja, und wenn ich jetzt sozusagen die andere Richtung mache, dann gucke ich genau von unten nach oben, dann gucke ich mir also an, so von welchen Knoten aus kann ich denn diese Wurzel erreichen. Das heißt, der DFS von T, GT, also auf dem transponierten Graphen, liefert uns alle Knoten, die andere Knoten erreichen können. Häufig brauchen wir später die Information, ob ein Graph zusammenhängend ist oder nicht. Das heißt, dieses Zusammenhangskomponentenbestimmen ist häufig nur so ein Preprocessing-Schritt in so einem Algorithmus.